Brave Kids auf Fluss Safari, Szene 4.1, die erste. Unser Projekt heißt die Trave Kids auf Flusssafari. Es geht darum, dass Jugendliche den Fluss vor ihrer Haustür entdecken und den Zuschauer praktisch mit diesem Lebensraum vertraut machen. Und bitte! In diesem Film spiele ich die Figur des Professor Dr. Johann Sibelius Caspar von Time Traveler. Das ist ein Historiker, der das große Glück hat, durch die Zeit reisen zu können. Ich engagiere mich für das Projekt, weil ich es wichtig finde, dass der Naturschutz Jugendlichen näher gebracht wird. Und ich denke, dass es effektiver ist, wenn das Jugendliche selber machen. Ich bin Soso, die Bandenchefin. Ich führe die Trave Kids an andere Orte und ermutige sie dazu, neue Abenteuer zu unternehmen. Wir schützen die Natur, indem wir keinen Müll irgendwo liegen lassen und indem wir die Trave sauber halten. Mich machen die ersten Ergebnisse schon stolz. Wir haben schon tolle Szenen gedreht und tolle erste Ergebnisse. Und ja, darauf bin ich sehr stolz. Ein Drehbuch zu schreiben ist sehr interessant und macht sehr viel Spaß, ist aber auch teilweise anstrengend, weil halt nicht alle immer die gleichen Ideen haben. In dem Film vermitteln wir den Kindern die Wandlung in der Zeit. Manche Dinge ändern sich, manche Dinge bleiben gleich. Es geht halt auch darum, zu zeigen, dass es in diesem Film nicht nur um Natur geht, sondern auch eben um den menschlichen Beitrag, eben die Geschichte. Im Lebensraum Trave gibt es viele, viele verschiedene Tiere, also Wasservögel und Fische und Fliegenlarven und auch ganz viele Wasserpflanzen, die teilweise sehr interessant sind, aber auch teilweise irgendwie eklig. Wir sind die Trave Kids.